Hallo, Chris Rotten hier. Neva hat gesagt, ich soll mich mal hier hinsetzen. Sie hat mir was zum Auspacken scheinbar vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Darum lassen wir es immer reden. Das da hinten ist eine Gothic Psych Mystery Box Unisex. Warenwert mindestens 60 Euro. So sehr Gothic sieht es aber gerade nicht aus. Die Überraschungsbox ist gefüllt mit vielen einzigartigen Gothic Rock und Steampunk Artikeln. Gothic Rock fetzt. Hoffentlich was von 69 Eyes dabei. Die Mystery Box beinhaltet eine Sammlung diverser Artikel von vielen bekannten Topmarken aus unserem tollen Sortiment. Die Box ist von MB Müller bestellt, soll wohl einen Warenwert von mindestens 60 Euro haben. Wir gucken mal rein. Ja, hier haben wir schon mal viel Plastik. Ach, hier. Ah, die macht schon was her. Die sieht schon schön aus. Aber das ist mal weg. Lemmy, hier. Für dich. Also, sieht schön aus, eigentlich, die Box, oder? Guckt euch an. Ich halte es mal vor mich. Ein toller Sarg mit Gothic-Symbol. Ja, wenn das nichts ist, passt eigentlich zu mir. Zu mir alten Ex-Gothic-Menschen. Ich dachte auch, weil du eben so in dieser Gothic-Szene warst, könnte ja vielleicht was für dich sein. Schauen wir mal rein, würde ich sagen. Ja, stell es mal hier hin. Einmal auf. Oha, ich sehe es schon. Ich gehe mal hier vor. Ich hole mal das erste raus. Oh, das ist schon mal. Also, damals wäre ich drauf abgegangen. Oh, okay. Es sind keine Handschuhe, so wie es aussieht, sondern es sind Wristband-Teile. Nennt man das so? Ich weiß Gott gar nicht. Wo man den Daumen so reinsteckt. Da. Und dann macht man so. Dann bin ich übelst vorbereitet fürs Konzert von Him. Ich guck mir das erstmal an hier. Ja, bisschen ausgefranst, aber vielleicht soll es ja so sein. Ist ja voll Gothic halt, ne? Dass ich das hier drüber stecke. Hier ist schon. Hier ist ein Faden, komme ich mit dem Ding. Den Fingern rein. So. Naja, hat was. Also ich hätte mich da damals, wo ich auch noch Sänger war hier im Metal und so, hätte ich mir das wahrscheinlich wirklich eingezogen. Also, findest du cool? Finde ich top. Was denkst du denn, was es gekostet hat? Ich habe mir sowas damals nie gekauft. Na gut, hier hängt immer mal ein bisschen ein Faden ab. Also ob man das sieht an der Kamera hier, da hängt so überall mal so ein bisschen Fadenzeug ab. Verarbeitung eher so, naja, auch hier am Finger, da. Ich sag mal, so für 5 Euro hätte ich es vielleicht schon mitgenommen. Ja, 4,99 €. Ja, ich komme halt aus dem Genre. Ich kenne mich da aus. Guck mal weiter. Ich lasse dich natürlich an. Am Ende mal sehen, vielleicht sehe ich ja aus wie... Damals, ja. The Darkness. So, nächstes. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ich wusste es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich habe da etwas überlegt, was das sein könnte. Piercing-Schuh oder wie? Ich kann mir doch vorstellen, so was das ist. Scheiße. Du Gottes Willen. Ja, also es ist schon so eher Edelstahl. Weiß ich nicht, ob man das Edelstahl nennt. Könnte Aluminium sein, aber es ist irgendwas Metallernes auf jeden Fall. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man sich das in den Hals macht oder so. Obwohl, es könnte auch für die Haare sein, ne? Vielleicht ist es am Hals. Ne, dafür ist es zu groß. Guck. Sonst hätte ich gesagt, hier für die Angebetete. Aber es steht auch ab. Ja, ich hätte es jetzt auch als haarreif eher definiert. Ich glaube aber, du hast den auch gerade falsch auf. Vorne und hinter die Ohren. Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite sitzt. Ich fühle mich gerade wie Game of Thrones, der schwule König. Lässt sich halt auch hier, ne? Sehr also, extrem man verbiegen. Man kann es also anpassen. Man kann es ganz stark anpassen. Ich sag mal so, ja, Euro 50. Naja, direkt diesen Haarreif habe ich nicht gefunden. Ich habe nur andere Haarreifen auf der Seite gefunden. Die wurden jeweils für 4,99 € angeboten. 4,99 €? So könnte es natürlich auch als Halsband gedacht. Also jetzt, wo ich es mir enger schnallen konnte, ne, kriege ich es auch im Hals rum. Vielleicht ist dann doch kein Haarreif. Ja, okay, ja, ich mache jetzt immer so hier, dass ihr es seht. 4,99 € für Haarband oder Halsreif. Vielleicht kann man sich da um Arm oder ums Bein klemmen, keine Ahnung. Gucken wir weiter. Spannend. Ach, das ist aber schön. Ist das nicht Nightmare Before Christmas hier, dieser Smiley? Ja, da haben wir es doch. Nightmare Before Christmas. Also ein wirklicher Szeneartikel, Markenware. Magst du den Film? Ist ein schöner Film. Und ich glaube, damals zu meiner Gothic-Zeit habe ich den auch schon mal angeguckt. Moment, wo ist der Knopf? Aha. Wow. Es ist ein Regenschirm. Bei uns fehlt es im Haushalt immer an Regenschirmen. Von daher ist das nicht mehr so verkehrt. Ich denke auch. Nightmare Before Christmas Regenschirm. Finde ich gut. Preislich. Es ist Nightmare Before Christmas. Es ist recht gut verarbeitet. 13,99 €. So. Ich habe andere Nightmare Before Christmas Schirme gefunden. Die wurden für so 19,99 € angeboten. Ich denke, das kann man schon verlangen.
Ich denke auch. Weil es eben Nightmare Before Christmas ist. Also in Wirklichkeit würde ich mal keinen Regenschirm für 19 Euro oder sowas kaufen. Aber wenn Nightmare Before Christmas draufsteht und man ist Fan und man mag das vielleicht, so eventuell wie Neva, kann man das schon machen. Finde ich gut. So, nächstes. Linsen. Zombie Night. Enthält zwei sterile, hydrophile, farbige Kontaktlinsen. Ich habe in meinem Leben noch nie Kontaktlinsen drin gehabt, weil ich immer Angst habe, mir mit dem Finger im Auge rumzupulen. Darum habe ich es auch zu meiner Gothic-Zeit nie hinbekommen, die Dinger reinzumachen. Ich würde es aber schon fast probieren. Da schwimmt irgendwo das Auge drin. Ich probiere das jetzt und soll es funktionieren, dann bekommt ihr das mit. So, wie ihr seht, meine Augen sind normal, sie tränen nur wie Sau, aber das Teil ist leer, weil im Haushalt habe ich zum Glück eine Kontaktlinsenträgerin. Also hier, so sieht das Ganze dann aus. Ja, also so prinzipiell, meine Sicht ist sehr getrübt, selbst mit Brille. Das spricht, glaube ich, nicht wirklich für die Kontaktlinsen. Ich denke mal für Fasching, Halloween, mal für ein, zwei Stunden könnte man es aushalten. Aber immerhin, du siehst tot aus. Ist nichts für mich. Habe ich damals schon nie geschafft. Schaffe ich auch im hohen Alter. Brauchen wir noch einen Preis für die tollen Teile hier. Neva sagt, man sieht es ja trüb durch. Und das ist halt einfach so ein Artikel für ja, Halloween und schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kontaktlinsen kosten. Ich sage jetzt mal 5,26 €. Also auf der MB-Müller-Seite werden sie tatsächlich für 15,95 € angeboten. 15 Euro. Allerhand dafür. Würde ich nicht bezahlen. Aber wer es will, wer es mag. Dafür habe ich geile Handschuhteile. Nächstes. Ich glaube, sie finden einfach Nightmare Before Christmas ziemlich geil. Wir haben ja ein Tuch mit ganz vielen kleinen Nightmare Before Christmas Köpfen drauf. Jack Skellington. Ach, so heißt es. Stimmt, Jack Skellington. Der hat auch irgendwas gesungen. This is Halloween. This is Halloween. Ja, da, genau. Gut, ist halt ein Tuch. Ziemlich dünn. Oh, man kann es als Schal ranmachen. Aber wobei, dann sieht man natürlich mein geiles Band nicht mehr. Als Schal ist schon okay. Als Schal so sieht schon gut aus. So für die Frau oder für den Gothic-verrückten, Nightmare Before Christmas-verrückten Mann ist das schon okay. Was machst du jetzt? Jetzt sehe ich aus wie immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nightmare Before Christmas-Artikel, 15 Euro, 10 Euro. Die Tücher werden auf der Seite bereits für 5,99 € angeboten. 5,99 €? So viel, wie ich eigentlich für diese Augenteile bezahlt hätte. Warum denn auch nicht? Machen wir weiter. Aber es fühlt sich gut an. Also ist es ganz okay. Ich glaube, das sollte eher eine Nightmare Before Christmas Überraschungsbox sein. Das Coole ist, meine Portemonnaie, die gehen durch mein immenses Geld, was ich verdiene, immer wieder kaputt. Oh, hier kann man sogar seinen Code draufschreiben. To from, ah, das kann man verschenken. Here's a tale of a well-meaning skeleton dream. Diese Spinnenwebe da, die glitzert auf jeden Fall. Mach es mal auf. Oh, ah, hier. Ja, hier kann man eben ein paar Karten reinmachen. Es ist ein richtig eklig anfühlendes Kunstleder. Ist mir aber lieber wie Echtleder, aber trotzdem fühlt sich ein bisschen, naja, an. Reißverschluss, da geht auch mehr schlecht als recht. Nightmare Before Christmas. Sag mal, für Kinder, ganz okay. Würde ich meiner 15-jährigen Saskia kaufen, wenn sie es unbedingt haben will. Ich habe so viele Karten und so. Also für den erwachsenen Menschen ist es vielleicht eher nichts. Wie viel würde ich bezahlen? Das Tuch hat 5 Euro gekostet, die Augen 15. Nightmare Before Christmas, ich sage jetzt auch 17,38 €. Also vergleichbare Portemonnaies auf der Seite wurden alle für 9,99 € angeboten. 9,99 €, gut. Vielleicht freut sich jemand aus Berlin bald da drüben. Auf zum nächsten! Wir haben hier noch einiges. Wie viel hast du geschrieben? 6 Artikel? 12 Artikel. Ich sage, ohne dass ich es gesehen habe, jetzt kommt was von Nightmare Before Christmas. Nee, kommt's nicht. Stattdessen kommt MB Müller. Einfach nur MB Müller. Es ist ein Mundschutz, erkennt man's. Leider ist das keiner mehr, den man gebrauchen kann, weil der ist aus Stoff. Was soll das sein? Ein Affe? Es ist auf jeden Fall hässlich. Es ist sehr hässlich und es stinkt. Aber es fühlt sich besser an als diese blöden OP-Masken, weil es fusselt wenigstens. Schön ist was anderes. Das jetzt noch mit den Kontaktlinsen. Das wär der Hammer, ne? Lass mal drauf. Nee, lass mal nicht drauf. Nehmen wir runter. 5,99 €. Auf der Seite werden diese Stoffmasken alle für 6,99 € angeboten. Das ist wahrscheinlich das, was man bei Amazon für 3-4 € bestellen kann. Da gibt's doch auch Anbieter mit ganz vielen verschiedenen Motiven von drauf. Und die kosten alle einen Apfel und ein Ei. Das sieht wahrscheinlich besser aus. Aber, wenn man es da bestellt, steht nicht MB Müller drauf. Gut. Nächstes. Ich glaube, jetzt mein Gothic-Look wird jetzt schon wieder aufgewertet. Es sieht aus wie Arm-Dinger. Oder ist das für die Beine? Es steht halt nichts drauf. Ist das für die Beine oder ist das für die Arme? Ah, das ist eine Hand. Das ist eine Hand, das ist für die Arme. Wie macht man das jetzt drauf? Ich glaube, ich muss einfach nur den Finger durchstecken und dann einfach nur... Hier ist ein kleines Extra-Loch. Ich glaube, das ist egal oder ich habe sowas noch nie dran gehabt. Ich fand das damals immer cool, weiß ich noch. Ich hätte es auch gern haben wollen, aber habe mir irgendwie das nie geholt. Ach, man könnte hier wahrscheinlich sogar den Finger noch durchstecken, oder? Ui. Ach, hä? Sonst habe ich ja noch ein großes Loch. Muss da der Daumen durch? Ich stöße nochmal runter. Was ist das große Loch?
Wo ist es jetzt? Oder muss ich da die Hand durch? Hä? Warum hat er keine Anleitung mit dir zugelegt? Wenn ich das so mache und dann hier noch einen Finger. Jetzt, oder? So? Also vorher hat mir es besser gefallen. Ich weiß nicht, ob man es so tragen muss. Ich lasse es einfach mal so dran. Ich glaube aber, das muss eher an den Rand. Ich würde auch sagen, dass die jeweils an den Rand müssten. Dann kann ich aber dieses große Loch hier nicht benutzen. Ja, irgendwie so. Wer es weiß, wie man sowas anzieht, macht mir gerne ein Tutorial. Schreibt es in einen Kommentar oder so. Ich habe keine Ahnung. Sind Strümpfe für die Hand? Stulpen, oder? Stulpen. 3,99 Euro. Die sind besser auf jeden Fall. Diese gerippten Stulpen habe ich nicht gefunden. Alle zwei anderen, die dort angeboten werden, kosten 7,99 Euro. 7,99 Euro, niemals. Ich denke auch, dass der Wert von diesen Dingern weniger ist. Niemals. Wer weiß, vielleicht gibt es das nur in einem Laden oder so. Für die moderne Gothic-Dame. Ich greife mal wieder hier rein. Wird langsam warm, also das Tuch heizt kräftig auf. Das ist bequem. Oh, was Hartes. Jetzt gibt es Biffy. Was ist denn das? Ah, Nightmare Before Christmas. Wer hätte es erahnt? Aufmachen. Das ist Halloween. Das ist Halloween. Ich mach nichts kaputt. So. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier zwei Nightmare Before Christmas Teile. Ach, guck an, das sind Kopfhörer. Ach, das ist aber was. Hier hast du verschiedene Aufsätze und das sind einfach Kopfhörer, die auch recht cool aussehen. Und dann hast du die Teile da drin stecken. Meine Ohren sind alle schief da. Bei mir funktioniert sowas nicht, die rutschen bei mir auch immer raus. Das gefällt mir sowas. Da merke ich halt wieder, dass ich so ein bisschen Technik verrückt. Aber wenn das jetzt in der Kopfhörer sei, die wahrscheinlich 3 Euro kosten sollten und hier völlig überteuert sind, mag ich. Mach den Deckel wieder drauf, Nightmare Before Christmas Kopfhörer. KMES-12-NBC-Ohrhörer. Beschreibung, 3,5 mm Stereo, Lautsprecher 10 mm, Empfindlichkeit 108 Dezibel, Kabellänge 1,2 Meter. Für alle Geräte mit 3,5 mm Stecker, iPod, MP3, MP4. Ja, die Verpackung sieht schön aus, Plastik im Alu-Look. Es ist eben Tim Burton Nightmare Before Christmas Merchandise-Artikel wieder. Wo der Film rauskommt, hat es vielleicht 25 Euro gekostet oder so, keine Ahnung. Jetzt würde ich wahrscheinlich das für 3 Euro nicht mehr kaufen. Aber im Internet bestimmt noch für 9,20 Euro finden. 9,90 Euro, um genauer zu sein. 9,90 Euro, perfekt. Finde ich gut, gefällt mir. Ist ein schöner kleiner Geschenkartikel, wenn man den Film mag und ein richtiger Gargöffig ist. Greifen wieder rein. Also das ist Zahnbürsten. Ach, jetzt! Ja, solche Dinger habe ich auch gehabt. Die hatte ich gehabt, solche Armbänder. Ich hatte teilweise sogar richtig lange und habe mir die dann ums Bein rumgewickelt und hatte die Dinger dann auch noch um die Hose rum. Nennt man Gürtel. Ich habe das ja nicht als Gürtel rumgehabt, sondern ums Bein rum. Ja, aber du hast dir den Gürtel ums Bein gewickelt. Nee, das waren einfach nur ganz lange Halsdinger, die ich rumgekriegt habe. Weil Gürtel, die hätte ich 50 Mal rundherum wickeln müssen. Hilf mir mal, Mama. Ich will ein echter Gothic sein. Nichts gegen Gothics, ich finde Gothics geil. Ich mag das auch jetzt noch. Früher hatte ich immer angemalte Augen und sowas gehabt und Fingernägel. Wäre ich jetzt kein Erzieher, würde ich wahrscheinlich immer noch so machen. Und? Was sagt ihr? Habt ihr Angst vor mir? Batz! Batz! Mein Kindernieden, erstmal ab zum Konzert von Lacrimas Profundere. Batz! Scheiß Qualität, um ehrlich zu sein. Fühlt sich billig an, ist fest, es quietscht, es geht nicht richtig rein. Die Schnalle hier, die fühlt sich an wie vom Jahrmarkt. Die fühlt sich ein bisschen an wie so ein Plastik, wo man eigentlich die Wurst drauf serviert bekommt. 4,12 Euro. Vergleichbare Armbänder habe ich für 5,99 Euro gefunden. Ja, kann man machen für den Spaß. Modeschmuck wahrscheinlich. Modeschmuck, ja. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ja, guck, das wird ziemlich gefährlich, wenn ich mit meinem Nietenarmband reingreife. So. Ach, Schnürsenkel. Es sind natürlich Nightmare Before Christmas Schnürsenkel. Das finde ich cool. Man hat immer nur diese Standard-Schnürsenkel im Schuh. Weiß oder schwarz oder blau oder was. Ja, und hier kannst du Nightmare Before Christmas, hast noch so ein Gesicht drauf. Gefällt mir. Bezahle ich 5,25 Euro dafür. Auf dieser Seite werden alle Schnürsenkel für um die 4,99 Euro angeboten. Es sind zwei Stück, genau, dass jeder Schuh einen hat. Ich sehe die schon in meinen nächsten Chucks drin hängen. Wenn dann wieder Sommer ist, seht ihr mich bei Konzerten mit Nightmare Before Christmas Schnürsenkel. Ach, wie schön. Mal wieder Nightmare Before Christmas. War da nicht was von Steampunk und Gothic Rock? Naja, wir haben einen Ring. So, ja. Nightmare Before Christmas Ring. Das ist wieder dieser Gustav. Jack Skelling. Jack Skelling. Mit hier oben ist eine kleine Spinne. Spinne hat er als Fliege. Sieht gut aus. 3,12 Euro. Also diesen Ring gibt es so im Internet eigentlich fast nicht. Ah, oh, ein Einzelstück, das kostet Millionen.
Ich habe einen Anbieter auf eBay gefunden, während er das für 4,38 € verkauft. Und auf einer polnischen Seite habe ich es für 8,90 € Slotty gefunden, was umgerechnet 1,90 € ist. Das passt doch schon eher, oder, die Slotty? Egal, auf zum nächsten. Oh. Ist gar nichts mehr drin. Box ist leer, nichts mit dem nächsten. Also ich bin jetzt richtig groffig eingekleidet, ja. Dann ist Zeit für so ein kleines Fazit. Wir haben in der Box das wunderschöne Tuch, was auch wirklich wirklich warm ist. Unser geiles SM-Halsband, was wahrscheinlich eher ein Kopfband-Dingens ist. Haarreif. Unseren Ring, Handschuhe hier, diesen zweimal. Die Stulpe zweimal. Dieses Teil haben wir jetzt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artikel. 7, die Augen 8, 9, 10, 11, 12. 12 Artikel haben wir hier drin. Sag mal, die Highlights sind wahrscheinlich so ein bisschen der Regenschirm, das Portemonnaie und die Kopfhörer. Alles in allem, alles natürlich im gleichen Look gehalten. Gothic. Im Gothic Nightmare Before Christmas Look. Um genau zu sein, sind 6 Nightmare Before Christmas Artikel und 6 andere Artikel. Bei diesen Nightmare Before Christmas Artikeln fällt auf, dass alles mit diesem Jack Skellington Kopf ist. Also wirklich alles. Durchweg alles. 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 Die gefallen mir, die hätten mir damals auch gefallen. Regenschirm finde ich gut. Maske kannst du heutzutage eh nichts mehr damit anfangen, weil überall brauchst du FFP2. Die Augen, da sage ich jetzt nichts dazu. Das ist nichts für mich. Kopfhörer finde ich cool. Aber alles in allem, sag ich mal, es ist angepriesen worden, wie Neva gesagt hat, als Gothic und Steampunk Box. Gothic Rock. Von dem Gothic Rock hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Oder erhofft, weil da ist gar nichts dabei. Was denkst du denn, hat das für einen Gesamtwarenwert? Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel das alles gekostet hat. Ich sag jetzt mal, ich würde vielleicht bei 45 € landen oder so vielleicht. Die Box, die finde ich cool. Die gefällt mir sehr. Coole Idee. Also wenn man alle Preise, die ich dir gerade genannt habe, zusammenrechnet, kommt man auf 102,14 €. 102,14 €. Allerdings gibt es viele von diesen Artikeln auf der Seite gar nicht mehr. Deswegen denke ich wirklich, dass einfach Restposten sind. Also die 60 € sind auf jeden Fall überschritten. Ob das jetzt ganz 102 € sind, denke ich nicht. Was denkst du, dann habe ich dafür bezahlt? 30 €. Ja. 30 €, ja. Finde ich mit dem ganzen Zeug ganz okay. Kann man schon machen. Wie gesagt, ein bisschen mehr Gothic Rock hätte ich mal erhofft. Aber sonst bin ich jetzt eigentlich bestens ausgestattet hier, vor allem hier. Naja. Wer es mag, sollte euch das Video gefallen haben und ihr wollt mehr, dass wir auspacken, dann gebt uns einen Like, schreibt mal einen schönen Kommentar drunter. Ja, es macht uns nämlich Freude. Ja, beim ersten Video hat man schon gesehen, dass das sehr gut ankommt, dass ihr viel kommentiert habt und das hat uns sehr glücklich gemacht. Und darum haben wir jetzt gleich mal noch ein Video nachgeschmissen. Außerdem macht es uns auch Spaß. Es ist einfach geil, immer wieder was auszupacken und man weiß nicht, was es ist. Mir zuckt schon wieder der Finger und ich will der Neva ein Paket kaufen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, solltet dieses am 24. rauskommen, wunderschöne Weihnachten mit eurer Familie, eine schöne Weihnachtszeit und ja, toi, toi, toi. Tschüss. Bye, bis zum nächsten Mal.